Das ist eine herausfordernde Erfahrung. Sterben. Ein ist Straße. Lerne, wann du kämpfen besser weglaufen solltest. Komm in Century City. Drücke eine Türtaste, fortzufahren. Ja, und damit herzlich willkommen zu Hell is Others. Ein Spiel, was ich bekommen habe vom Entwickler. Vielen herzlichen Dank dafür. Und es ist ein, man mag es gar nicht glauben, ein PvE, irgendwie Shooter, irgendwie so. German, ja, das passt alles. Grafisch passt auf. Housing machen wir mal an. Ton. Ah, ich mach mal so auf 8. Vorsichtshalber Steuerung. Lass ich erstmal so, man kann es mit Controller spielen. Ich weiß nicht, was die beste. Verbinde mit Twitch. Verbinde dein Twitch-Streamer-Account, um das Prüfumfragesystem zu aktivieren. Ach, das ist ja cool. Das hat eine Twitch-Interaktion. Prüfumfragesystem veröffentlicht automatisch Umfragen in deinen Twitch-Chat, während du dich mit einem Match befindest, damit Zuschauer die Buffs auswählen können, die dein Match stören. Du musst Twitch-Affiliate sein, um diese Funktion zu nutzen. Hey, das ist ja cool. Vielleicht sollte ich das auch mal im Stream spielen. Werden wir mal gucken. So, auf jeden Fall würde ich sagen, melde ich mich mal an. Und dann schauen wir mal. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, das Game. Kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Vor allem. 10. Etage. Öffne deine Augen. Ah, wer klopft da? Wer könnte das sein? Ich erwarte niemanden. Ich komme. Ein Augenblick. So, öffne die Tür. Wir können uns bewegen. So. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es bleibt nicht so von der Ansicht. Das kann ich schon mal sagen. So, erstmal ins Bad. So, kann ich interagieren? Endliche Tür. Zum Hausflur gehen. Wer ist da? Jemand antwortet. Suche die Situation. Wer könnte es gewesen sein? Und was macht dieser Bonsai hier? Alfred fegt den Hausflur. Ich frag ihn besser. So, Alfred ist wahrscheinlich... Das ist Alfred. Hast du geklopft? Nein, ich würde es nicht wagen. Hast du jemanden vorbeikommen sehen? Nur dich. Vor meiner Tür steht ein Bonsai. Ich sehe es. Weißt du, warum er da steht? Wenn du es nicht weißt... Macht nichts, danke. Keine Ursache. So, überprüfe den Bonsai. Ich würde mich erstmal umgucken, lauschen. Adam horcht an der Tür. Oh, das hört sich gut an. Ein Monstergeräusch. Was haben wir hier? Das brauche ich jetzt nicht. Ne, was haben wir hier Schönes? Monstergeräusche. Kurze Hintergrundstory und kurze Hintergrundgeschichte. Hell Others ist ein Survival-Horror PvE-Shooter außerhalb... Deiner Wohnung herrscht in der Stadt Century City die Hölle auf Erden. Ich lese das gerade mal vor. In ihrem ewigen Finsternis verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn. Jage, plündere und erkunde die Welt, in der Blut echte Währung ist. Das ist so der Kontext der Beschreibung. Und wir schauen mal. Moin, Alfred. Das brauche ich jetzt nicht. So, den Bonsai untersuchen. Eine Nachricht. Gieße ihn. Ich komme in 10 Tagen mit einer Belohnung zurück. Wer kommt in 10 Tagen zurück? Ich verstehe das nicht. Und warum wurde er direkt vor meiner Tür abgestellt? Ich muss nur 10 Tage warten, um es herauszufinden. Ich schreibe mir das besser auf. Ich will den Termin nicht vergessen. So, Mission hinzugefügt. Ein geheimnisvoller Termin. Okay, öffne das Tagebuch mit J für Journal.
Hui, aktive Mission. Okay, hier haben wir also Ziele, einen geheimen Termin, Überprüfungen und Aufgaben, Ziele. Jemand hat einen Bonsai vor meiner Tür abgeliefert. Ich weiß nicht, wer das war und ich weiß definitiv nicht, warum. Ich werde es jedoch bald herausfinden. Der Besitzer des Bonsais wird in 10 Tagen mit einer Belohnung zurückkehren. Wenn es soweit ist, werde ich Alfred bitten, mich auf dem Laufenden zu halten. Wartezeit, 10 Tage? Okay, was haben wir denn sonst noch hier oben? Aktiv archivierte Missionen? Bürger ansehen? Magus? Pistolen, Rückstoß, Dämpfung? Okay, hier haben wir so ein altes Skill Tree, glaube ich. Century City. Tierwelt. Ramsch-Katalog, auch schön. Und das Tagebuch. Okay. Das Tagebuch ist der treue Begleiter jeden Bürgers von Century City. Es ist eine gute Angewohnheit, die körperliche Verfassung, den Aufgabenfortschritt und alle unangenehmen Begegnungen in der Stadt aufzuschreiben. Okay, trautes Heim. Das Heim ist das Nest eines jeden Bürgers von Century City. Hier kann man sich ausruhen, Besitztümer sichern, verwahren und Pflanzen kultivieren. Die Fahrstühle stehen jederzeit zur Verfügung, um auf die Straße zu kommen. Ausruhen. Zu Hause können Bürger schlafen, um den Tag hinter sich zu lassen. Ruhe macht die Bürger von Century City wieder fit, gesund, hungrig und bereit, einen neuen Tag zu genießen. Jeder neue Tag bringt neue Missionen mit sich und gut bewässerte Pflanzen erreichen eine neue Phase. Warnung! Schlafen ohne die Pflanzen zu gießen führt zu ihrem Tod und organische Objekte, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden können, verderben. Tod. Der Tod ist ein Bagatellfall für die geschäftigen Bürger von Century City, tritt jedoch ab und zu ein. Verantwortlich für den Tod sind zweifellos die anderen. Aber selbst ein langer Aufenthalt in der Stadt kann tödlich enden. Glücklicherweise sind die Auswirkungen nicht langfristig und beschränken sich auf den Verlust von getragenen Objekten und der Verbesserung von Attributen. Müll. In Century City haben selbst kleine Dinge einen Wert. Sogar der nutzlose Müll kann für Personen interessant sein, die wissen, wie man ihn verwehrt. Achso, einige geschäftige Bürger sind bestimmt dazu bereit, ihn zu kaufen oder einzutauschen. Unnatürliche sind fruchtbare Kreaturen, die sich in den Schatten von Century City verbergen. Es wird empfohlen, sich ihnen vorsichtig zu nähern. Sie haben verschiedene Formen und Arten, einige sind aggressiver, andere scheu. Und man sollte unbedingt nach ihrer Schwachstelle Ausschau halten. Durch die Jagd auf sie kann man Herzendünger und Pilze erhalten. Anderen sind die cleversten Kreaturen, die in Century City herumstreifen. Das Töten von anderen gibt Bürgern das Recht, sich ihr Eigentum und ihre kostbaren Herzen zu bemächtigen. Sie verströmen einen starken Geruch der Beute, zur Flucht treiben und Jäger anlockt. Vitalität. Das Attribut Vitalität legt die maximale Gesundheit von Bürgern und damit die Menge an Schaden fest, die sie erleiden können, bevor sie sterben. Pilze und Tabletten modifizieren die Vitalität, Viren, Nahrung, Gesundheit nach dem Erleiden von Schaden wiederhergestellt. Selbst das Ausruhen stellt die Gesundheit auf den maximalen Wert wieder her. Es liegt an den Bürgern, für ihr eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Belastbarkeit. Das Attribut Belastbarkeit legt die maximale Ausdauer von Bürgern fest. Die Ausdauer gibt an, wie oft sie rennen oder springen können und wird mit der Zeit langsam wiederhergestellt. Pilze und Tabletten modifizieren die Belastbarkeit eines Bürgers, während Getränke Ausdauer sofort wiederhergestellt können. Bürger sollten stets fit sein, um fleißig zu bleiben. Alter, wie umfangreich ist denn das bitte? Sehvermögen. Das Attribut Sehvermögen legt den Winkel eines Sichtfelds eines Bürgers fest. Seine Werte wird von Pilzen und Tabletten beeinflusst. An einem dunklen und türkischen Ort wie Century City ist es schwierig, etwas außerhalb des eigenen Sichtfelds wahrzunehmen. Meist sind es nur die Straßen und Gebäude, die sich in das Gedächtnis aller Bürger eingeprägt haben. Geruchssinn. Alter, was? Das Attribut Geruchssinn gibt die Entfernung an, in der man die anderen riechen kann. Dieser Geruch verursacht Stress und Herzrasen. Bürgern wird geraten, auf ihr Herz zu hören, wenn sie durch Century City wandern. Wird durch Pilze und Tabletten beeinflusst. Hörsinn. Das Attribut Hörsinn gibt die Entfernung an, über die man Quellen eines Geräusches ausmachen kann, wird durch Pilze und Tabletten beeinflusst. Bewegungsgeschwindigkeit. Das Attribut Bewegungsgeschwindigkeit gibt das Tempo an, mit dem sich Bürger in verschiedenen Körperhaltungen bewegen können, gehen, rennen und schleichen.
Wirkung wird durch Pilze und Tabletten beeinflusst. Alter, was? Oh Gott, da kommt ja noch mehr. Essen. Essen und Getränke erlauben es, Bürger Vitalität wiederherzustellen, falls sie Gesundheit oder Ausdauer verloren haben. Es wird empfohlen, einen Vorrat anzulegen, um immer etwas davon verfügbar zu haben. Achtung! Verderbliche Lebensmittel müssen im Kühlschrank aufbewahrt werden, sonst verdauen sie. Verdorbenes Essen kann trotzdem konsumiert werden, verringert jedoch den Hunger des Bürgers für den Rest des Tages stark. Hunger. Das Attribut Hunger legt fest, wie viel Nahrung ein Bürger im Laufe des Tages zu sich nehmen kann, wird durch Pilze und Tabletten beeinflusst. Tabletten und Pilze können die Attributen von Bürgern beeinflussen. Ihr Effekt verschwindet beim Tod. Tabletten sind nicht besonders effektiv, haben jedoch keine Nebenwirkung. Pilze sind hingegen äußerst effektiv, können aber unangenehme Effekte auf den anderen Attribute haben. Um ihren Fleiß zu erhalten, wird den geschätzten Bürgern geraten, regelmäßig Pilze und Tabletten einzunehmen. Geringe Nebenwirkungen sind unerheblich, wenn es um den Beitrag zu den Eigentumsgebühren geht. Waffen. Bürger können offensiven Geräte auf die Großzügigkeit von Century City vertrauen. In Century City finden sich alle Arten von Waffen: Nahkampf, Schusswaffen, Sprengstoff und Fallen. Man muss nur wissen, wo man danach suchen muss. Kugeln. Dank der harten Arbeit der Bürger ist Century City so ertragreich, dass Kugeln spontan am Gras wachsen. Die Verwaltung erlaubt allen Bürgern das Sammeln und die Verwendung von Kugeln. Bewegung und Körperhaltung. Von den Bürgern wird eine tadellose Jagdtechnik erwartet, um weiterhin für ihr eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Zu den von der Verwaltung empfohlenen Techniken gehören Gehen, verbraucht keine Ausdauer und verursacht wenig Lärm. Schleichen, langsames Tempo, aber verbraucht keine Ausdauer und verbraucht keinen Lärm. Rennen, schnelles Tempo, aber verbraucht viel Ausdauer und verursacht viel Lärm. Springen, um gegnerische Angriffe zu entgehen oder Hindernisse zu überwinden, verbraucht bei jedem Schwung Ausdauer und verursacht Lärm. Karte. Century City ist groß. Manchmal können sich selbst langjährige Bürger in ihren schlängelnden Straßen verirren. Es wird empfohlen, immer die Karte dabei zu haben, sie benutzen und nach Orientierungspunkten in der Stadt Ausschau zu halten, um sich nicht zu verlaufen. Es hat sich bewährt, häufig in der Stadt verstreute Läden und Charaktere aufzusuchen. Sie bieten Gelegenheiten und das Wissen, welche Ressourcen verschiedene Stadtteile zu bieten haben. Missionen. Fleißige Bürger sind immer bereit, sich um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Oft werden sie mit Missionen betraut, die Bürger gewähren. Es wird empfohlen, den Status der Mission im Tagebuch zu vermerken. Einige können nach Abschluss wiederholt werden. Kreditstufe. Die Verwaltung belohnt die fähigsten Bürger für Effiziente in der Stadt, indem ihre Kreditstufe erhöht. Je höher die Kreditstufe, desto höher der Verkaufswert der Objekte im Besitz der angebotenen Dienste. Schlechte Leistung schadet hingegen der Kreditstufe. Creeds. Obwohl Blut in der Wirtschaft von Century City eine Rolle spielt, ist Geld die Währung für tägliche Aktivitäten. Die Verwaltung rät jedoch davon ab, mit zu viel Geld herumzulaufen. Bedachte Bürger deponieren ihr Erspartes zur Sicherheit bei einer Bank. Dort ist sie im Fall eines Todes sicher. Danach können sie jederzeit an einem der zahlreichen Geldautomaten abgehoben werden, die Überfall in der Stadt stehen. Anbau. Die Verwaltung fördert den Anbau von Kugeln als Freizeitbeschäftigung. Es wird empfohlen, für den besten Ertrag den Anweisungen zu folgen. Eine fruchtbare Kugel muss ein Topf gepflanzt, gegrünt und mit einer beliebigen Blutquelle gegossen werden. Im Laufe der Tage wird die Pflanze wachsen und Früchte tragen. Es ist jedoch Vorsicht geboten. Wenn die Pflanze nicht regelmäßig gegossen werden, sterben sie. Töpfe. Töpfe werden im Anbau von Kugeln verwendet und haben zwei Eigenschaften. Kapazität, die maximale Menge an Blut, die sie fassen können, und Produktivität, ein Bonus auf die Anzahl der abgeworfenen Kugeln. Möbel. Möbel können verwendet werden, um das Heim von Bürgern zu verbessern. Sie können als Belohnung für erbrachte Leistung erhalten oder in bestimmten Läden gekauft werden. Neben den ästhetischen Aspekten sind die meisten Möbel sehr nützlich für Bürger. Einige bieten ein sicheres Lager für Objekte, andere garantieren verschiedene Arten von Imago. Was Imago ist, das haben wir vorhin hier gesehen. Der Platz im Haus ist jedoch begrenzt. Es wird empfohlen, Möbel optimal zu platzieren. Heimerweiterung.
Mit dem richtigen Werkzeug und harter Arbeit kann man das Heim von Bürgern erweitern, um Platz für neue Möbel zu schaffen. Die Wände können eingerissen werden, um Zimmer zu vergrößern. Mit Türen kann man verschiedene Stockwerke erreichen oder sich schnell zwischen Räumen bewegen. Imago. Imago sind Boni, die einige Fähigkeiten von Bürgern verbessern können, wie zum Beispiel besserer Umgang mit bestimmten Waffen, erhöhte Wirkung von Verbrauchsgegenständen und vieles mehr. Imago sind mit bestimmten Möbeln verbunden. Ein ordentliches Heim sorgt für ordentliche Bürger. Vermögen. Vermögen ist die Summe all dessen, was der Mieter besitzt und Anlass für Stolz. Es repräsentiert den monetären Wert des gesamten Eigentums, was sich auf ihn, ihrem Zuhause und Keller befindet. Das Geld auf dem Bankkonto und sogar das, was sich in ihren Taschen befindet. Holy shit, what the fuck, Alter, was ist das für ein Game? Ich bin so gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich muss ihn hier reinbringen. Wenn ich ihn hier lasse, wird ihn jemand anderes mitnehmen. Gut, ich will mal kurz gucken. Asche rufen. Ich will noch einmal hier mich einmal umgucken. Kann ich aus dem Fenster gucken? Nach draußen schauen. Tiefe Nacht. Okay. Ich finde die Optik voll geil. Alter, wir haben Ausdauer, wir haben Leben und wir... Ich bin so gespannt, was das wird. So, aufheben. Kumpel! Was ist los? Stock. Was war das? Keine Grund zur Sorge, nur ein Stromausfall. Hast du auch die Explosion in der Ferne gehört? Das habe ich. Das scheint dich nicht wirklich zu interessieren. Wichtig ist, dass der Strom wieder da ist. Wir werden uns morgen darüber Gedanken machen, was die Mühe wert ist. Wie du meinst. Da gehen wir mal wieder rein. Soll ich ihn hinstellen? So, aktiviere den Editor mit V. What the fuck? Oh lol, das erinnert mich ein bisschen an The Longing. Ich würde ihn gerne hier hinstellen. Hier ist gut. Also Longing war auch so großartig. Ich würde den hier oben, glaube ich, oder? Ach, guck mal, überall, wo rot ist, können wir nicht platzieren. Okay, wir können den nur auf dem Tisch platzieren. Hier oben ist auch schön. Überlappende Gegenstände. Okay, dann machen wir hier hin. Komm. So, schieß den Editor mit ESC. Er sieht verwelkt aus. Ich sollte ihn gießen. Ich brauche nur ein bisschen Blut. Vielleicht hat Alfred etwas. So, was ich nochmal eben machen möchte... Neuigkeiten, ganz schön. Ich würde doch einmal den Ton ein bisschen lauter machen, weil es ist jetzt nicht so laut, dass man jetzt hier irgendwie nichts mehr hört. So, dann fragen wir mal Alfred, ob der Blut hat. Frag Alfred nach etwas Blut. Hey, Alfred. Immer noch hier? Wann? Was kann man dagegen tun? Hast du ein Glas Blut? Nein, ich habe es schon für die Pflanzen im Hausflur verbraucht. Sich runter in die Stadt. Das geht nicht. Der Fahrstuhl funktioniert nicht, weil vor kurzem der Stromhass gefallen ist. Das ist ein Problem. Was ist mit dem Blut auf deinem Hemd? Wasche es einfach aus. Du hast recht. Schließlich nur ein bisschen davon. Gute Nacht. Gute Nacht, Alfred. So. Wasche dein Hemd im Waschbecken. Das machen wir mal. Klamotten waschen. Wenn sich Blutflecken auf dem Hemd befinden, kannst du es im Waschbecken waschen und das Blut extrahieren. Ich kann versuchen, das Blut aus dem Hemd zu waschen. So, Hemd waschen. Machen wir das mal. Wieder sauber. Ich muss es nur abfüllen. So, traditionelles Waschbecken. Flasche mit Blut. Bluteinheiten plus 200. Handelswert 40%. Kredit 80. Wert 2000 Credits. Was haben wir denn da noch? Stehvermögen, Sinn, Vitalität, Belastbarkeit, Bewegungs... Alter, WTF. Und das ist ja auch noch Multiplayer, ne? So, jetzt haben wir Blut. Gieße den Bonsai. Okay. Radikale Schublade. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich den... Ne, ich will nicht die Schublade. Ich will... Ach so, man kann hier wechseln. Ah, das ist ja super. So, hier. Wie funktioniert das? Auf einen Gegenstand, um alle möglichen Aktionen anzuzeigen. Ah, okay, jetzt habe ich hier aufgefüllt. Bestätigen. Ich glaube, das reicht. Kann weiter schlafen. So, leg dich schlafen. Wir haben nur ein Sofa.
Ich kann die sogar ausmachen, die Lampe. Mach ich mal. So, jetzt ruhen wir uns aus. Schlafen liegen. Weiß, was der morgige Tag bringt. Ja, schlaf. Habe ich wirklich nicht erwartet. Frage mich, warum er mir einen Bonsai vor die gestellt hat. Vielleicht gab es einen Notfall und der Besitzer hat gehofft, dass ich mich darum kümmern kann. Auf jeden Fall erwarte ich eine Belohnung. Aber ich muss zugeben, gibt die Stimmung. Schade, dass es nicht meiner ist. Was ist hier los? Was zum Teufel? Riss. Oh Mist, der Spiegel ist runtergefallen. Wie ist das passiert? Da, deshalb ist ein Riss in der Wand. Die Wohnlage fällt auseinander. Das Beben, das verursacht? Egal, nichts Ernstes. Kümmere mich morgen darum. Jetzt schlafen, der morgige Tag rückt schnell näher. Akt 1, das Warten. Tag 1, Montag. Bin jetzt an. Hallo, spreche ich mit dem Problemlöser? Mein Name ist Octave. Ich habe deine Visitenkarte im Papierkorb gefunden. Es heißt, du seist Geschäftsmann. Nun, ich habe ein Geschäft für dich. Es gibt nichts umsonst. Und ich erwarte nichts umsonst. Besuch mich am Eingang des Jardin de la Pikes. Ich erkläre dir alles. Ich schaue mir lieber erst den Riss an. So, überprüf den Riss. Wie ich befürchtet habe, hat es sich ausgebreitet. Es ist an der Zeit, Alfred zu warnen. So, dann warnen wir mal bei Alfred. Alfred fiecht immer noch. Guten Abend. Da ist ein Riss in der Wand in meiner Wohnung. Da haben wir es wieder. Das muss das Beben gewesen sein. Kannst du was dagegen tun? Was soll ich tun? Eine Lösung finden. Wenn er größer wird, finden wir morgen eine Lösung. Ich höre immer nur morgen, morgen, morgen. Ich habe ihn heute überprüft. Er ist größer als gestern. Aber heute ist nicht morgen. Was? Wir werden morgen sehen, ob es die Mühe wert ist. Okay, muss in die Stadt. Funktioniert der Fahrstuhl wieder? Der Handwerker hat den Mechanismus wieder zum Laufen gebracht. Dann mache ich mich gleich auf den Weg. Es kommt nicht oft vor, dass man allein in der Stadt ist. Willst du mit der Spielzeugpistole losziehen? Sprich nicht so über meine Waffe. Wie du meinst. Versuch nicht zu sterben. Möchtest du dein Blut drauf verwetten, dass ich zurückkomme? Wenn du dich darauf einlässt. Abgemacht. Mission hinzugefügt. So, benutze den Fahrstuhl, um die Straße von Central City zu erreichen. So, kehre wohlbehalten zurück. Alfred und ich haben eine Wette abgeschlossen, ob ich lebend nach Hause zurückkehre. Der Kugelscheißer glaubt, ich würde draufgehen, als ob ich zum ersten Mal in der Stadt wäre. Er hat sich sogar über meine Waffe lustig gemacht. Ich werde ihm zeigen, wer das Sagen hier hat. Ich werde nicht gerne provoziert. So, gucken wir mal. Benutze den... Hey, warte mal. So. Mal irgendwas gucken. Der oder hat der nicht? Der... Ich hoffe, ja. Ich bin mir nicht sicher wegen der Aufnahme, weil er wieder bei 4 Minuten ist. Das kann nicht sein. Ich habe es so lange schon gespielt jetzt. Naja, gut. Wir ruhen den Fahrstuhl mal. Ich bin gespannt, wie das mit Multiplayer funktioniert. Ah. Geschätzter Reisender, der Fahrstuhl fährt gleich ab und alle werden gebeten, auszusteigen. Haltet die Beine beim Abwärtsfahren leicht gespreizt, um die Stabilität zu erhöhen.
Nächster Halt, Century City. Triff Octane in der Nähe des Tors zum Yardindala Pax. Der Fahrstuhl hat sein Zielort erreicht. Bitte aussteigen. Danke für Ihr Vertrauen. So. Bitte nehmen Sie eine Karte des Gebietes als Souvenir. Ich kenne die Stadt sehr gut. Das ist ein Geschenk für unsere Kunden. Na schön, lass mal sehen. Öffne die Karte mit M. Bitte was? Okay, wir sind da. Ja, wir müssen nach da. Dürfte ja nicht allzu schwer sein, ne? Ich rate dir, auf den Pager zu achten. Eine Nachricht wird den Ort des ersten verfügbaren Fahrstuhls anzeigen. Schau auf die Karte, wenn du nach Hause zurückkehren willst. Natürlich weiß ich das. Ich komme nicht zu spät. Übermäßigen Kontakt mit der Stadt kann zum Tod, Diebstahl und von Eigentum Gedächtnisverlust führen. Warum erzählst du mir das alles? Es ist nicht mein erster Besuch in der Stadt. Verzeih die Unvernehmbarkeit. Viel Spaß in Century City. So, Waffenauswahlrad mit Alt. Alt? Ich drücke Alt? Okay. 2, okay. Ach du Heiliger. Oh Gott, man kann wirklich nur den Sichtkegel. Oh Gott. Oha. Ja, so ist das Spiel. Jetzt sind wir endlich mal angekommen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Multiplayer ist, ob das kein Multiplayer ist. Hier gibt es, wie gesagt, PvP, PvE. Ich suche das Regal. Nicht jetzt. Höre besser zuerst an, was Octane zu sagen hat. Okay, dann... Weißt du, was das bedeutet? Bedeutet das Gegner? So, wir müssen in die Richtung... Oh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Controller besser ist zu spielen, tatsächlich. Zeigt uns das an, wo wir hin müssen? Da ist jemand. Hm? Ach, guck mal, man sieht den nicht tatsächlich, wenn man sich umdreht. Das ist ja witzig. Oh, wie komme ich denn... Ah, hier. Der Problemlöser nehme ich an. Freut mich, dich kennenzulernen. Kommen wir gleich zur Sache. Siehst du das Anwesen am Ende der Einfahrt? Wenn ich mein Instinkt nicht trügt, ist dieser Ort voll mit hochwertigem Ramsch. Leider scheint das Tor aber verschlossen zu sein. Könntest du mir zuerst das richtige Werkzeug besorgen, um es zu öffnen? Ganz gewöhnliche Dinge, die in jedem Haushalt zu finden sind. Was bekomme ich im Gegenzug? Wenn du alles richtig machst, eine großartige Chance. Ich warte hier auf dich. Komm nicht zu spät. So. Erfülle Octanes Anforderungen. Im Tagebuch findest du weitere Informationen. Dann lass doch mal gucken. Aufgaben. Etwas für den Anfang. Schraubenzieher, Hammer und Nagel abliefern. Hey, hat eine Geschäftsidee für mich. Ich sollte ihm alles besorgen, was ich plündern kann. Für mich, was für mich Müll ist, ist für ihn eine Gelegenheit. Okay. Warte mal, verstanden dann noch. Okay, Bestellnummer, Medikament 1, okay. Gut, das heißt, wir müssen jetzt Sachen finden, ja, sagst du? Tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, hier rumzulaufen. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet in den Gebäuden. Können wir Sachen durchsuchen? Ah, hier, Schrank, Kühlschrank durchsuchen. Oh, das dauert auch. Falafel, oh, geil. Und... Glas Absinth. Oh, geil. Mm. So, Küchenregale. Ein Messer. Nehmen wir mit. So, was haben wir denn sonst noch hier? Ein Nagel. Ein Mikrochip und eine Gabel. Ich, warte mal, ich würde... Weiß nicht, ob ich wirklich alles mitnehme. Etwas für den Anfang. Relevante Mission. Ist das die Mission? Ja. Okay, Nagel haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch Hammer, Schraubenzieher und... Hammer und Schraubenzieher. Ah, Hammer und Schraubenzieher. Ja, nice. Okay, überall wo Ausrufezeichen ist, ist relevante für relevante Missionen.
Trotzdem würde ich einmal hier einmal looten wollen. Man weiß halt nicht, ob hier welche sind, ne? Wenn wir schon einmal hier sind. Hui, eine Fernbedienung. Oh, das ist richtig viel wert. Noch ein Nagel. Eine Glühbirne. So, Inventar voll. Oh Gott, Alter, mit der Steuerung muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Alles, was du im Haushalt finden kannst, geht für mich in Ordnung. Suche überall. So, Nagel, Hammer, Schraubenzieher. Schnell und effizient. Nimm derweil das hier. Du wirst es brauchen. Oh, Medikit mit 500 Gesundheit. Verwendungszeit 3 Sekunden. Hui. Geil. Nehmen wir mit. Mal sehen, wie widerstandsfähig dieser Stück Schrott für dich ist. Geschmeidig wie Blut. Was soll ich jetzt tun? Das Anwesen im Park. Ein sauberer Job. Wenig Objekte, aber von hoher Qualität. Beweise mir, dass du die Person bist, die ich suche. Bring mir einfach... mal sehen. Heute brauche ich goldene Gegenstände. Abgemacht. Nur goldene Gegenstände. Das Anwesen wird sicher von unnatürlichen heimgesucht werden. Hast du genug Kugeln dabei? Nein, aber in der Stadt kommt man an sie ohne Probleme. Du hast recht, der Boden in Century City ist so fruchtbar. Dass Kugeln spontan auf dieser Weise wachsen. Weiß nicht, was daran seltsam sein sollte. Dann los, verschwende keine Zeit mehr. Husch, husch, ich warte hier auf dich. So, sammle ein paar Kugeln von den Pflanzen im Park. Was, Pflanzen? Wilde Kugeln sammeln. Wilde Kugeln, 50 Schaden, Reichweite 4. Benötigt 50 Blut am Tag beim Anbauen. Ne? Produziert 100 Kugeln beim Anbau. Okay, krass. Wir haben nicht viel Dings, ne? Wie kann ich hier nachladen? Ah, mit R. Unten links sieht, also hier unten sieht man jetzt. Okay, wir haben 8 Schuss plus 27. Okay. Du suche das Chantau Constain. Siehe in den Vitrinen nach. Aber wo ist das? Das ist jetzt die große Frage. Das sieht ja sehr einladend hier aus. Ich hab so ein bisschen Muffen. Tatsächlich hier lang zu laufen. Trotzdem schon mal ein paar Kugeln nehmen, weil je mehr wir haben, desto besser. Ne? Waren hier noch ein paar? Ja, da, warte mal. Hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon Multiplayer ist, ne? Oder hat, oder keine Ahnung, weil es ist ja PvP, PvE und so. Da ist das auch noch Tutorial hier alles, ich weiß es nicht. Aber ich finde es jetzt schon mega geil. Es ist richtig cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Oh, da ist ein Billardtisch. Es erinnert mich echt so ein bisschen stark, natürlich von der Optik von oben drauf, so ein bisschen an GTA. Aber ich finde die Idee witzig, dieses PvP, PvE. So, da drin müssen wir bestimmt gucken. Muss einen Weg finden, um hineinzukommen. Dann durch die Fenster einsteigen. Alter! Puh, Bruder, da muss ich aber los. Okay. Warte, nein, hör auf zu suchen. Alter! Lauf, 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 lauf! Boah, wir haben schon beinahe jetzt gestorben. Puh. Ich will mal kurz durchsuchen, was hier Phase ist. Winziges Herz. 50 Bluteinheiten. Aufheben, bewegen. Kann ich da noch irgendwas mitmachen? Ich will mal diese Dings weglegen. Ich will mal das Herz einfach mal mitnehmen. Koffer, ja. Da liegen dann Sachen drin. Okay, Spannung. Wir haben ein bisschen Leben verloren. Das Herz auch nochmal mitnehmen. Können wir stacken? Ja, nice. So, wir können durchs einsteigen. Vitrine, hat er gesagt, ne? Was könnten Vitrinen sein? Bin mir aber nicht... Hier ist Vitrine. Vitrine, da steht's. Das dauert länger, das Suchen. Gold. Ja, Nagel lasse ich da. Mikrochip lasse ich da.
Glas Absinth. Falafel nehme ich auf jeden Fall mit. So. Reicht das schon? Für einen goldenen Gegenstand ab. Ja, das reicht ja schon. Irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht. Hast du den goldenen Gegenstand gefunden, um den ich dich gebeten habe? Oh, toll. So schöne Stücke, absolut würdig für meinen Bestand. Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Du bist ein echter Profi. Jetzt erzähl mir von dieser großartigen Chance. Ich weiß schon, bei unserem Telefonat erwähnte ich ebenfalls einen Geschäftsmann. Ich beschäftige mich mit dem Export vom Ramsch. Ein stetig wachsender Sektor. Seit ich mich in Century City niedergelassen habe, boomt mein Geschäft. Hier findet man den besten Ramsch, typisch Plunder, den man nirgendwo anders findet. Leider habe ich kürzlich meinen Partner verloren. Er war ein wirklich kluger Mensch, der alles aufgegeben hat, um das Geschäft seines Lebens zu machen. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Partner. Wärst du interessiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nichts gegen eine Beförderung. Nimm das hier. Das wirst du fortan jeden Tag sehen. Hui! 7000 Seeds, Alter, Credits. Hui! Leck mich fett. Seeds, du bist einer der wenigen in der Stadt, die bar bezahlen? Bargeld ist der fairste Weg zu zahlen. Wie wäre es, wenn du mir deine Adresse gibst? Dann kann ich dir erklären, worum es bei dem Job geht. Klar, komm vorbei. Großartig. Wer weiß, was er will, der bekommt es auch. Es gibt einen Fahrstuhl. Ich muss nach Hause, bevor es zu spät ist. Geh schon mal vor. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Puh, Alter. Okay, finde den Fahrstuhl. Oh, da oben ist eine Zeit, tatsächlich. Um nach Hause zurückzukehren. Der Fahrstuhl ist wo? Der war ja hier, ne? Können wir den wieder nehmen? Ist das der? Fahrstuhl rufen. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Oh Gott, okay. Ich guck mal hier auf die Karte. Wo müssen wir? Da unten ist ein Fahrstuhl. Okay, also da. Da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen hier durch die Gasse. Alter. Bin so gespannt, wie das Multiplayer ist. Das wird bestimmt mega lustig. Und wenn ich mir das noch vorstelle... Oh Gott, jetzt gibt's auch noch einen Alarm. Oh, lol. Presented by Alist Games. A game by Strelka and Yonder. Hell is others. So, verlassen. Wir haben es geschafft. Woo, geil. Cool. Gespenstisch übernatürlich. 5 Clark. Kreditpunkte. Ah, wir leveln auch. Sehr schön. Okay, abgeschlossene Kugel, Anzahl Trefferkills. Nice. Nach Hause zurückkehren. Bing. Ich bin wieder da. Alfred hat die Wette verloren. Ja, wir sprechen mit Alfred. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Hell is Others. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir dann auch wieder, oder was heißt wieder, sondern dass wir dann vielleicht auf echte Spieler treffen. Ich bin gespannt und lasst mich überraschen. Sollte ich auch sein. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.